Hallo und willkommen zurück bei Cube World. Ich habe mir mein erstes Petfood gekauft. Du Sau, und ich kaufte mir jetzt eine Iron Great Axt, einfach weil es irgendwie gehen sollte. Hallo? Und ich habe diesen geilen Bogen, der absolut mega krass feuern kann. Ich habe es endlich mal ausgerüstet nach 80 Millionen Kommentaren. Ach, scheiße. Ich brauche 16 Dinger, ich habe aber nur 7. Scheiße. So viel zum Thema, ich warte hier und crafte mal brav. Ich brauche 16 Iron-Dinger. Ich muss also Iron sammeln gehen. So. Ich habe mal Glasflaschen gesammelt. Ich verkaufe jetzt auch mal ein bisschen was. Wo seid ihr? Ach, hier, im Item-Shop. Da hole ich mir auch mal ein bisschen Lebensmittel und sowas. Ich verkaufe jetzt einfach ganz rigoros alles, was ich nicht mehr brauchen kann. Ja, hier für ein Rope ja, was und sowas. Ist eigentlich? Verkauft ihr sowas wie das Cobweb oder so? Oder Mushrooms? Das sind ja Crafting-Items. Ich glaube, die behalte ich erstmal. Die behalten wir, ne? Ja, ja, ich auch. Nachher ärgern wir uns, dass wir Power das verkauft 1. haben. So, dann gehe ich mal zu dem Flüsschen gerade. Und dann tanke ich mal ein bisschen meine Glasflaschen auf. Wo war denn das nochmal, das Flüsschen? Das muss ich auch noch machen. Ja, einfach irgendwo, wo Wasser ist, glaube ich. Da kannst du das auch machen. Ach, da vorne, ja. Da müssen wir auch mal Wasser haben. Richtig viel Wasserflaschen mit. So, Bubblegum habe ich mir auch mal gekauft. Genau, zur Sicherheit, ne? Aber der hat nur Bubblegum, der hat sonst nichts. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass wir noch nicht richtig gelevelt sind oder woran das genau liegt. Ich weiß es nicht. Meine MG. So, Bubblegum? Wo gibt es denn Bubblegum? Bei dem hier? Ah ja, hier. Und dann brauche ich ja nur ein oder zwei? Ja. Man kann nur einen kaufen, ne? Man kann nur einen kaufen, weil du auch nur einen ausrüsten kannst, soweit ich weiß. Da bin ich ja mal gespannt, wie das funktioniert mit dem Das Tame. Musst du in den Pet-Slot tun. Oh, welchen Pet-Slot? Das ist, wenn du auf deine Inventory gehst, unten rechts. Ah, hier. Oder was? So. So, was können wir denn hier? Unten rechts? Verstehe ich nicht. Also rechts. Aber oben du hast ja bei den Waffen, da wo du die Waffen einsetzen kannst, hast du links und rechts so lauter Slots. Insgesamt 12, wenn ich richtig sehe. Und unten rechts, da steht Pet. Da musst ja, ich sehe es. Genau, reintun. Ja, sehr gut. Dann kannst du zu einem Collie hingehen und der müsste dann getamed werden. Wo ist das nochmal? Ich habe gerade nicht zugehört. Im Inventory. Hier sind Terrier. Ach da, Pet. Hat wunderbar nicht funktioniert. Was haben wir denn hier? Ich gehe erstmal zum Fluss und tanke erstmal meine schönen Wasser. Ich hätte gern Terrier als Pet. Ich glaube, der ist so süß. Ist das der Terrier oder der Collie, wo das geht? Ich glaube, das geht nur beim Collie. Und was ist beim Schwein? Also Bubblegum, da brauchen wir halt andere Items für, ne? Bubblegum ist für Collie. Bubblegum ist für Collie, nicht für Terrier. Okay, dann brauchen wir jetzt Collies halt, ne? Was ist für meinen Freund, den Terrier? Terrier. Ich wollte schon immer einen Terrier haben. Ein Terrier nimmt Waffles. Also Waffeln. Kann ich verstehen. Aber ich sehe typisch Terrier, die essen immer alle Waffeln. Ach, Schweine nehmen Pumpkin Mash. Pumpkins kriegen wir übrigens von Feldern, das habe ich schon mal gesehen. Ja, also ich habe millionenfach Pumpkins. Echt? Da kannst du ein Schwein nehmen. Ja, aber Pumpkin Mash, du musst das erst craften dann wieder. Also das ist jetzt die Rohstoff. Ja, nimmt euch hier liegen Pumpkins auf dem Feld, wo ich stehe. Guckt mal die Map. Wo bist du denn? Ganz viel, ich lasse euch welche über. Ach Alter, du bist ja wieder ganz weit weg. Ja, ich muss ja Wasser aufladen. Stimmt, muss ich auch noch. Ja, muss ja was tun. Muss ich auch noch. Ich sehe dich überhaupt gar nicht mehr, wo bist du denn? Im Norden ist er. Ich bin abenteuerlich unterwegs, meine Freunde. Am Arsch der Welt! Am ADW. Wie ging das jetzt nochmal mit dem Wasser auffüllen? Musst erstmal Wasserflaschen kreieren, indem du halt im Wasser stehst und ja, dann die aber wie mache ich benutzt. Das nochmal, die aufzufüllen? Du hast dann so ein Crafting-Menü. Hab's da verpeilt, ey. Ja, aber ich muss sagen, wir spielen jetzt, haben seit einer Woche nicht gespielt. Ne? Das stimmt, ja. Das stimmt. Alter, der Rumpel! Was denn? Ist doch sau viel. Ich hab's wieder. So. Und jetzt mal gucken, wie man daraus Mash macht, das weiß ich nämlich auch nicht. Was war das für, welche war das jetzt? Für Terrier? Für Schweine. Pumpkins ist für Schweine. So, ich mach auch nochmal ein paar von den Wasserflaschen. Da ist eine gute Idee. Hoffentlich siehst du. Ich mach Wasserflaschen. Jetzt muss ich selbst noch wieder gucken. Das war. So. Das hier. Boah, jetzt gleich bin ich mit 27 Flaschen plus 2 unterwegs. Crazy. Wie ging das mit den Flaschen nochmal? Scheiße. Ich kann Cactus Potions auch machen. Nee, du drückst C. Was machen denn die?
Ach, geil. Ach, C, ja klar. Leute, die Kaktus-Potions sind viel geiler. Die Kaktus-Potions geben 241 Leben wieder, während hingegen die anderen 200 nur wiedergeben. Kann ich gar nicht machen. Ach, da brauchst du mal kein Wasser für. Geil. Ich mach jetzt Kaktus-Potions. Keine Kaktus-Potions. Ja, das habt ihr wahrscheinlich nur alle selber wieder gezockt hier. Ich hab nicht mal einen Kaktus. Nein, Kaktus waren in der Wüste total viele unterwegs. Ja, aber ihr habt ja immer alle weggeschnappt, die Sachen. Ich greife ja nur von hinten an. Was? Ja, das ist, deine sexuelle Ausrichtung ist jetzt hier nicht Thema. So, ich habe jetzt gleich... War keine sexuelle Ausrichtung, das war meine ernste Aussage, dass ich einfach keinen Kaktus hab. Komm halt her, das ist ja immer hier. Ja, bleib mal stehen, warte. Bin kein Collie, Alter. Ich hab jetzt, Hier, warte, jetzt bleib doch mal stehen. Wie das aussieht. Sehr gut. So, ja, das reicht, 10 Stück, das 10 Stück. Da, nimm den Rest, nimm den Rest. So, und wenn wir jetzt nämlich mal eine Quest machen würden, dann würden wir nicht nur extrem leveln, sondern wir sind ja auch ganz gut ausgerüstet jetzt mit den ganzen Potions. Ja. Könnten wir das vielleicht sogar ganz gut hinkriegen. Wir können übrigens auch Pumpkin Muffins machen, die geben 110 Hitpoints zurück, nur mal so nebenbei. Und wie kann man die machen? Auch einfach nur so? Oder braucht man da... Ich glaube, da muss man... Hingehen? Da braucht man nur... Ach, da braucht man... Was braucht man da? Eigentlich nur Pumpkins, wie es aussieht. Ich würde mal vorschlagen, wir probieren eine Sache aus, gerade wie wir das Pumpkin Mash machen. Ja, das würde mich auch mal interessieren, deswegen wollte ich gerade gucken. Ich glaube, wir brauchen dazu noch das Recipe, kann das sein? Requires Campfire, also Pumpkin Muffin muss man am Campfire machen. Genau. Mushroom Spit können wir machen. Da brauchen wir aber Mushrooms für, die haben wir, glaube ich, nicht. Und Onion Slice. Ich habe Mushrooms, aber ich habe keine Onion Slice. Und die Pineapple Slices, die sollen sehr, sehr langsam nur heilen insofern. Und auch die Pumpkins, also da sind die Tränke auf jeden Fall besser, weil die Instant Heal geben. Und die ganzen anderen Sachen, die muss man erst essen und dann dauert das. Also ist eine Zeitfrage, bis das dann... So, ich guck mal ganz kurz hier in der Gegend rum, ob ich irgendwo so einen Sandrunner finde. Ein Sandrunner? Wieso so ein Sandrunner? Weil ich noch eine Caramel Chocolate Bar habe. Ich auch. Ja, der Sandrunner ist nicht so ein cooles Pet irgendwie, sind so nicht so schön. Die sind aber schon nicht wenig mächtig. Oh, da hinten läuft eine Dreiergruppe im Blau rum. Ja, aber kannst du denn so einen roten Sandrunner mit deiner Caramel Chocolate Bar? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Du musst vor allen Dingen einen freundlichen Sandrunner finden und das haben wir bisher noch nicht gesehen. Einen freundlichen? Bist du sicher? Geht das nicht bei Wild? Ey, Rumpi, da vorne sind Feinde. Ich guck grad. Ja, der eine ist orange, der andere ist rot. Der ist, glaube ich, nicht so gut. Also ich würde ja jetzt gerne... Wow, du bist ja doch draufgegangen. Baller den weg. Außerdem auch keinen Schaden. Nee, das stimmt. Das Spamming macht null Schaden. Ich baller den weg. Ja, so ein ganz bisschen. Okay, ich bin weg. Bin gleich tot. Aber ich kann mich mal umbringen lassen gerade. Komm. Was? Was ist das für eine Aussage? Ja, er hatte voll wenig Leben nur noch. Und außerdem starte ich ja direkt hier wieder in der City. In der City. Of Justice. In der City. So, sollen wir mal questen? Das ist ein Wizard. Questen. Ach cool, das mit dem Spam funktioniert überhaupt nicht. Macht den gar keinen Schaden. Im Süden sehe ich die zwei Schwerter. Seht ihr die auch? Moment, ich komme gerade erstmal zu euch. Alter, der Wizard hat mich einfach voll weggeballert. Bist du schon wieder tot? Ja. Wow. Ich hatte den eigentlich getötet. Also Spamming macht überhaupt keinen Schaden mit der rechten. Naja, nicht bei den... Die rechte kannst du auch nur dann anwenden, wenn sie aufgeladen ist. Genau, wenn du erst mit der linken angegriffen hast. Ich bin Spider-Man. Ja, vielleicht lag das daran. Spider-Pick. Huch. Würde jetzt gerne Wizard. Mit dem Dings abrechnen. Mit dem Wizard. Genau, wo bist du? Ich räche dich, hoffe ich. Ja, ich wollte gerade mal was an dem ausprobieren eigentlich. Vielleicht kannst du noch eine Sekunde warten. So. Entschuldigung, der ist schon... Ja, ich muss der. Ich hab eh schon angegriffen. Also Richtung Süden könnten wir eine Quest machen. Ja, wollen wir? Ich habe das mit dem Spamming noch nicht ganz drauf. Kriegst du den Colli? Hast du den Colli? Ich versuch's gerade. Nee, noch nicht. Warte. Ach, hier, guck mal, das Herzchen. Ah, der ist blau. Das dauert aber so ein bisschen. Jetzt habe ich ihn. Cool. Ah, ich hab Colli. Der ist ja süß. Lass noch mehr. Ist das nicht Colli Fernandes? Hier müssen wir eigentlich mal ausprobieren, ob das geht mit diesem Pumpkin Mash, weil das können wir auch bei den Schweinchen anwenden.
wenn man wüsste, wie das geht. Ja, aber Pumpkin Mash, weiß ich nicht. Der Bolivar Bubblegum oder was? Ja, genau, Bubblegum. Genau, genau. Ihr müsst mal gucken, ob ihr noch einen findet hier. Das ja, bestimmt. Hier sind ja alle möglichen Tiere. Wenn einer hier war, dann sind da bestimmt auch, gibt's ja, auch einen anderen. Ich hab einen. Zwei okay. sogar. Folge mir, Sarazar. Super. Zu meiner Rechten ist noch einer. Haben wir natürlich alle dasselbe Pet. Ja, ist doch egal. Jetzt haben wir erstmal eine Hunde-Armee natürlich. Das ist doch gut. Irgendwo habe ich gelesen, dass man die auch, denen auch Namen geben kann, aber ich weiß nicht wo. Oder was muss ich jetzt machen? Ach so. Einfach, so, ne? Einfach ins Bubblegum ins Inventory, ja, dann legen, genau. Pet. Warte mal, ich würde noch mal ganz gerne zu dem Class Trainer auch laufen. Mist, es hat nicht. Doch, es hat geklappt. Es hat geklappt. Ja, es hat geklappt. Ja. Dauert immer ein bisschen. Mein kleiner, putzi, mutzi, schmutzi. Nicht auf den Bürgersteig scheißen. Ey, wir müssen uns jetzt Plastiktüten craften. Scheiße, ja, und Schäufelchen. Ist der Hund gesund? Freut sich der Mensch? Oh Gott, das war so eine Scheiße. Spamming bringt was, gar keinen Schaden macht das. Krass. So, wo ist dieser Class Trainer? Der muss doch hier irgendwo bei den Schmieden-Dingern sein, oder? Achso, für die Pets meinst du? Nee, nicht für die Pets, sondern ich möchte gerne umskillen zu einem. Apropos, zu ich muss. Dann kann ich euch heilen. Ich muss ja auch immer noch Skills. Mach das mal, ich muss immer noch Skills verteilen. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Smash. Du einer? Cyclone. Okay. Petmaster. Love Traveling. Du hast doch deine Dings offen, ne? Kannst du mal gucken, wo der Classmaster. Achso, warte mal. Ich nenne meinen Hund Fritz. Climbing, Swimming. Nämlich stärkeren. Ich würde gerne stärkeren Smash nehmen, aber ich könnte auch Petmaster nehmen. Was soll ich denn jetzt nehmen? Mit Petmaster kannst du dann reiten, glaube ich auch, ne? Genau. Weiß aber nicht, ob auf dem Collie, ob du dann reiten kannst, auf dem. Bestimmt. Ich bin ja. Hab ja abgenommen jetzt auch. Ich mach mal Petmaster, oder? Irgendwo gab's doch hier nochmal. Ne, nicht Petmaster, Classmaster. Ja, aber erstmal mach ich jetzt Petmaster. Achso, du machst genau, Skill genau, Petmaster, genau. Ja. Mhm. So, mal gucken. Huch. So. Irgendwo muss es. Dieser verkackte Gnoll. Ach, ich kann auch einen Punkt vergeben. Cool. Dann mache ich das erstmal auf Smash. Wie viel brauche ich denn dafür? Wie viel brauche ich denn vom Petmaster? Um Riding zu enablen, frage ich mich. Das steht als zweite Fähigkeit, glaube ich, dabei. Siehst du das? Next Level, bla bla bla. Next Level, der Health of the Madness increased by 8,33. Nee. Smash! Ich muss ja wirklich noch einiges nachholen hier. Komm, ich mach den Smash mal ein bisschen härter. So, da habe ich beides gelernt. Und dann suche ich mir mal. Ich glaube, hier ist eine Höhle. Ah, super, ich wollte gerade sagen, dann suche ich mir mal eine Höhle, weil ich brauche Iron unbedingt. Jetzt warte mal, guck doch mal bitte nach wegen dem Glas-Ding. Ist aber unspektakulär kurz. Nee, bringt nix. Komm, ja? Guck doch mal bitte nach. Oh ja, ich gucke ja schon fast. Ich reise in der Zeit ein bisschen in der Wildnis, weil ich muss ja eh noch ein bisschen was aufholen an Erfahrung. Also ich brauche auf jeden Fall Iron, dann kann ich mir nämlich eine fette Waffe schmieden. Mit der ich 5 Milliarden mal so viel Damage mache wie jetzt. Das heißt, ich kann euch besser beschützen, ihr beiden zart beseiteten Waldläufer. Hey, der ist doch kein Waldläufer. Naja, ist ein Magier, ist ja fast das gleiche. Hier war doch mal eigentlich in Duraco City, hattet ihr doch mal so eine... Eine Autobahnraststätte habe ich gerade gefunden. So ein Platz, wo... Da haben die jetzt besonders günstig Schnitzel. Wo man so schießen konnte, so ein Schießstand war doch hier mal irgendwie. Ja, der müsste im Norden sein von der Stadt. Wenn ich mich recht entsinne. Da bin ich doch gerade, aber ich sehe hier keinen Schießstand. Hallo Fledermaus. Ich bin hier in der Wildnis. Ah, da bin ich gleich. Das mit meinem Freund Fritz, dem guten alten Collie. Yeah! Fritz, komm mit. Ich habe gerade mit dem Collie meinen ersten Kampf bestritten gegen zwei Fledermäuse. Ich glaube ganz gut, ne? Ja. Der Collie hilft schon. War ich eigentlich Level 3 oder Level 2? Also ich, der Collie, weiß ich, der Level 3. Ach krass. Das ist ja voll blöd, dass ich den dann jetzt gezähmt habe. Super gemacht. Vielleicht. Ich bin 5 Punkte vor Level 3 und mein Collie ist Level 2 und ist komplett. Vielleicht levelt der einfach mit. Nee, der levelt selber. Guck doch mal, steht doch nicht spielen. Ah, stimmt, ja. Voll doof. Mein Collie ist weg. Was? Was? Warum? Hast du ihm nicht genug Liebe anheimkommen lassen? Was ist passiert?
Keine Ahnung. Irgendwie habe ich den. Der hängt wahrscheinlich irgendwo und ich weiß nicht wo. Aber er findet seinen Weg. Tiere finden immer ihren Weg. Ah, hier ist er wieder. Gott sei Dank. So, ich habe immer noch nicht den scheiß Schießstand bzw. den Typen gefunden, den Class Master. Und da bin ich langweilig mich hier im Dorf. Was? Verstehe ich gar nicht. Also ich bin hier gerade, ich mache gerade eine kleine Höhlen-Expedition. Das ist ja super. Nee, so super ist das nicht, weil ich fast nur schwarz sehe. Dann mach ich das eben nicht, dann heile ich euch eben nicht. Ja, sei doch nicht so, Alter. Doch, ich hab schon seit 10 Minuten, hab ich dir gesagt, du sollst mir mal sagen, wo der scheiß Master ist. Diese Magier kriegen nichts gebacken alleine. Oh. Ja, so ist das. Ach so, wusste ich nicht. Ja, Magier sind so, die sind vertüdelte Professoren. Na, wo hab ich so hingelegt? Oh, wo bin ich denn hier? Iron Nugget hast du gerade bekommen. Iron Nugget. Ich habe gerade einen Iron Golem bekämpft und sein Klo geplündert. So. Bin hier gerade weiterhin in der Wildnis. Ach, am was rumreisen. Was ist das denn geiles? Huaaaaa! Dauert ja bei mir noch 2 Ewigkeiten. 3 Ewigkeiten. Da ist der Rumpi. Hey Rumpi. Ah, guck mal. Wir können auch unsere Hunde spielen lassen. Hi! Ich glaube, du bist hier falsch. Kann man auch... Ja, ich will diesen Schießstand finden. Aber das Gute ist, rundherum um dieses Gelände sind die Viecher nicht ganz so stark. Das stimmt. Boah, ich bin... Während ihr jetzt wer weiter skillt und ich nur versuche euch hier so eine Fähigkeit zu bekommen, dann mache ich das jetzt, dann ist das jetzt vorbei. Dann, liebe Leute, ich bleib doch ein Feuermagier und Gronkh und Sarazar werden weiterhin nicht sterben. Ich glaube, du musst an den Süden. Genau, erst sagt mir der Gronkh, ich soll in den Norden. Du hast die Schießstände, gesucht, die waren im Norden. Nee, die sind nicht im Norden. Ich war da jetzt irgendwie und hab alles abgesucht. Ist nix. Zumindest schien mir die Richtung sehr nördlich zu sein. Sag mal, kann man eigentlich auch ein Gnoll spielen? Weil die ja freundliche Gnoll sind. Man konnte Orks spielen. Man konnte ganz Gnoll nicht, ne? Gnolle weiß ich gar nicht. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Kann man die Haustiere eigentlich auch heilen, indem man denen auch irgendwelche Tränke gibt? Vor allen Dingen, wir brauchen auch... Die heilen sich von selber. Die Collies brauchen auch Wasser, kann das sein? Wenn ich mal so die Tröpfchen da drunter angucke. Du Scheiße, was machen wir denn da? Ich glaube, da muss man immer Wasserflaschen mitnehmen oder so. Heiliger. Eikenflügel, das ist ein Video, die sieht voll lieb aus. Die hat eine Eule als neues Pet. Wenn man stirbt... Nein! Mein Colli ist tot! Verloren. Mein Colli ist tot! Ja, und ich bin auch tot. Alter, ein Frogman hat mich aber umgesammelt. Nein! Mein Colli! Dafür muss er... Ah nee, der kommt wieder! Der kommt wieder! Ist bei mir wieder da plötzlich. Der Colli stirbt... Ja, bei mir auch. Gott sei Dank. Ich sehe die ganze Zeit nur freundliche Drachen von der Limade. Oh oh, Vorsicht, Colli. Vorsicht, Colli. Boah. Ja, Fritz. Fritz. Nein, du hast meinen Hund getötet. Ich werde deine Nachfahren dezimieren. Boah. Ah, das ist ein Goblin. Alter, wie hart sind denn bitte schon die Level 1 Viecher hier, die rumlaufen? Wie geil der Goblin bei mir gerade ausgewichen ist, Alter. Ein Skill-Goblin. Skill-Collie. Ein Skoblin. Skillibidi. Oh, ich brauch mal einen. I'm a Skoblin. Skibidibabab. Bibabababab. Ich bin ein Goblin. Hatten wir auch noch nie im Let's Play diesen nee. Song. Noch nie. Quasi. So. Also hier ist auf jeden Fall ein Weg, der dürfte uns jetzt zu der nächsten Stadt führen. Oder halt eben in die Stadt Unterchor wieder hin. Scheiße, nein! Wieder wo war gestorben. Das jetzt? Oh, ich brauche nur noch 3 Viecher, dann bin ich endlich auch Level 3. Wo war das? Das war eine super Höhle gerade. Ich hätte mir die Kraft, die Waffe craften können, um euch zu beschützen, ganz selbstlos. Natürlich. Ja, ich möchte nur selbstlos, ganz selbstlos. Alter Luther King, du. Was? Ja. Das hab ich gestern im Livestream gemerkt.
Was? Stimmt. Wieso? Weil ich dich ja umgenietet habe, meinst du? Warte mal, ich muss schnell noch skillen. Ich muss schnell noch, weißt du, ich habe 10.000, du hast 1.000, aber ich muss. Dafür kann ich aber nichts. Sag doch, du hast ja auf Rumpels Account gespielt. Nein, du hast ja, nein. Tja. Das Gute ist, dass mein Colli, der hat keine Höhen, hat keine Probleme mit Höhen. Ah, okay. Hm. Sehr interessant. Hm. Aha, aha. Dann ist ja alles gut. Wenn er keine Probleme mit Höhenangst hat. Nee, hat er nicht. Das ist natürlich sehr gut. Wieder Rumpel von uns erwartet, zwischen den Zeilen zu lesen. Ja, vergeben. Ich hab wie vergeben? Ich seh dich doch nach Norden ziehen. Ja, und? Nö, nichts. Wollte ich nur sagen, ich sehe das. Der Colli passt hier nicht durch meine Höhle. Da muss ich ein bisschen hüpfen, jetzt der Colli weg. Der kommt aber wieder. Ja? Ja. Wenn das denn nicht wiederkommt, dann wäre ich verdammt traurig. Ey, hier sind elfische Freunde. Elandor, Usik und Mermatra. Oder Mermatra. Epische Kämpfe hier. Ah, der Colli heilt sich auch relativ schnell. Sehe ich gerade. Mein Colli ist nicht mehr angezeigt. Der ist bestimmt eine Water Mage. Alter, mein Colli wird nicht mehr angezeigt. Wurde der bei euch auch nicht mehr angezeigt dann? Ja, der ist genau. Weg, der ist weg und kommt dann wieder. Gott sei Dank. Mit wem soll ich denn dann die Oger töten? Die Oger. Viel Erfolg. Die Oger. Viel Erfolg. Mit deinem Colli. Das ist nicht Lassie, wenn du jetzt meinst, dass du den Ober-Colli hast hier. Was? Das ist Fritz, noch besser. Fritz. Aber warte mal, irgendwo, wie gesagt, man konnte irgendwo auch Namen geben. Das ist so. Ja, ich habe meinen Namen schon nicht vergeben. Fritz. Ja, aber den kannst du richtig eingeben, dann wird Fritz steht da auch. Da steht nicht Level 3 Colli, sondern steht halt irgendwie Fritz oder so. Wie würdet da. Ihr denn euren Colli nennen? Ich bin mir noch nicht sicher. Oh, hier sind 3 Goblins, Leute. Das ist genau das Richtige für uns. Soll ich die mal mitbringen? Wo seid ihr? Okay. Hey, wo ist denn der Gronkh abgeblieben, Alter? Ich glaube. Ja, witzig, du kannst den Colli auch ins Inventory packen und dann ist er weg. Also dann ist er einfach nur verpackt und ist wieder sozusagen. Ich komme gleich mal zu euch. Was hab ich getan? Ich finde die Höhle nie wieder, scheiße. Ich komme gleich mal zu euch, ich werde euch suchen, Alter. Trostlos hier alles. Ich finde die Höhle niemals wieder. Wo läuft der Colli hin? Wo läuft der hin? Ach, da läuft der Collies laufen ja zurück in die Stadt, richtig? Oh. Ich glaube, ich bin komplett disconnected gerade. Das ist natürlich super fürs Let's Play. Es bringt jetzt also auch gar nichts, wenn ich hier weiter rumlaufe. Das ist ja scheiße. Jetzt habe ich komplett die Connection verloren. Ich habe mich schon gewundert, warum die so still sind. Und warum der Colli auch weiterläuft. Immerhin ist das so stattgelaufen. Ich glaube, ich muss mich dann mal irgendwie neu connecten. Das ist ja jetzt blöd. Da muss ich mal zusammenschneiden. Das heißt, ich muss mir gerade mal die Zeit aufschreiben, die ich gerade gar nicht sehe. Shit. So, also wir sehen uns gleich wieder. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt wieder connecten kann. Und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder. Bis gleich. Tschüss.